Jo, du wärst gerne ein Player, nimm mir dieses Kacke aus. Der Kalle kommt näher, der Junge pimpt dein Haus. Er bringt deine Fettrolle bei dir an. Der Kalle ist einfach der coolste Mann, es pimp my house day. You gotta pimp my house today, yeah. Hallo und herzlich willkommen zurück, meine Damen und Herren, zu House to the Flip to the Peep, Alter. So, ich bin Kato de Kalle Kuschinski und wir pimpen mal wieder ein paar Häuser, ein Haus. Deswegen gucken wir mal in unser Büro hier, auf dem Laptop und gucken mal, was da drin ist. Wir können jetzt unseren Kontostand auch nochmal weiter aufpimpen, Alter. Wenn wir jetzt hier mal in die neuen Angebote reinkauen. Weihnachtsbestellung, Alter? Das ist schon lange vorbei, Alter. Ich benötige dringend Hilfe, da ich keine Ahnung von Renovierungen habe. Hallöchen. Also mit Hallöchen, da kriegt man mich ja sowieso schon mal konkret direkt gefangen. Also. Ich habe ein großes Häuschen. Nur muss es grundlegend renoviert werden. Leider hat mich mein Mann verlassen. Also, Hanne. Ich bin der Kato de Kalle Kuschinski. Und ich hätte noch... Die Kinder habe ich enterbt. Ehre, Alter, die hat sogar noch Kies, ey. Leute, ihr wusstet es bisher nicht, aber der Kalle Kuschinski, der sehnt sich ja auch nach Nähe. Der will ja auch mal geliebt werden von einer reichen, von einer liebevollen Frau. Und die Hanne Dennerlein, die könnte es heute sein. Ich werde vielleicht das Haus weiterverkaufen, möchte aber ein wenig daran verdienen. Nö, Hanne, wir machen uns das schön. Du und ich, wir beide. Ich glaube, das wird super. Okay, wir machen der Hanna jetzt erstmal ein schönes Haus, würde ich sagen. Und dann pimpen wir vor allem das Schlafzimmer, Alter. Weil da wollen wir natürlich... Wir wollen natürlich bei der Hanna... Denn ich bin Kato de Kalle Kuschinski und ich pimp Hannes Haus Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. He's got to pimp my house. I gotta pimp my house. I gotta pimp my house. Gotta pimp my house. Yeah. Hanne, ich hab mich extra für dich schick gemacht. Wo bist du? Oh, weia. Alter, wir hatten hier gewohnt. Hanne, bist du dir ja ganz sicher, dass du hier, wohnen willst, Alter? Alter, also weiß ich nicht. Das Renovieren ist ja gar kein Ausdruck. Wir können den ganzen Bums im Prinzip abreißen, wenn ich mich hier so umgucke. Das sieht ganz schön scheiße bei dir aus, Alter. Guck mal, alles voller Kacke da an der Wand, Alter. Das ist doch alles nicht normal, Alter. Weißt du, wie ich meine? Gut, wir reimen jetzt hier erstmal auf und dann gucken wir mal, ne? So, den Müll haben wir jetzt erstmal entfernt. Jetzt müssen wir nochmal ein bisschen schrubben und staubsaugen hier auch noch, oder was, oder wie? Staubsauger hier. Genügend Kakerlaken umgebracht. Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? So, hier alles wieder vollgeschissen. Das sieht hier aus, als hätte jemand alles einfach nur aus Protest angekackt, Alter. Weißt du, wie ich meine? So, dann nehmen wir mal unseren Reinigungsschrubber und schrubben hier die Bitches. You gotta pimp my house. 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 You gotta pimp my house, Alter. So, also wir sehen schon, die Hanne, die hat auf jeden Fall ordentlich Cash in der Tasche. Wir haben jetzt hier ein bisschen Schrubben und ein bisschen Müll rausbringen, schon 3860 Flocken verdient. Which is a lot, Alter. Ich weiß nicht, ob das Fenster auch zur Verunreinigung gehört. Wir putzen nochmal eben das Fenster im Turbo-Modus hier. Ja, das waren auch gute 3%. Jut, jut, jut. Du, das lassen wir uns alles bezahlen. Wir lassen uns das hier alles von der Hanne bezahlen und dann führen wir die noch schön aus. Wir machen hier auf jeden Fall noch hier schön Candlelight-Döner und dann ist gut, Alter. Und dann wird die Hanne, dann wird die schön geknutscht wird die dann. Alle dem Load auf dem Boot, alle dem Buddha in der Mora. Stell dir mal vor, wir haben jetzt hier, wie lange haben wir jetzt hier?
6 Minuten, 7 Minuten gearbeitet für 5000 Euro, Alter. Ist ja auch nochmal belohnt. Neuer Fertigkeitspunkt, yeah. Dieser scharfsinnige Blick ist quasi das, was Kalle Kuschinski eh schon verkörpert. Ich bin der scharfsinnige Blick, Alter. Und dem werfe ich gleich der Hanne mal zu. Und dann können wir uns mal auf eine Fettrolle treffen, Alter. Und die ist ein bisschen klein. Aber ich habe noch eine große Fettrolle für dich, Hanne. So, aber das gleich. So. Auch wenn man als Kuschinski da ein bisschen genauer hingucken muss. Du, irgendwann finden wir den Schmutz. Zack, gefunden. Ah, alles easy. Und dafür soll ich Fertigkeitspunkte ausgeben, oder was? Nö. Nö. So, jetzt haben wir hier Wandfliesen legen. Aus Keramik dunkles Grün und Keramikfliesen Grey. Das haben wir noch nie gemacht. Wie machen wir das denn? Einfach machen oder was? Keramikfliesen Grey. Kaufen wir mal zwei Paletten. So, wie benutze ich die jetzt? Oh, ich habe hier Fliesen- und Laminatbödenverleger. Ah! Da haben wir die erste Fliese verlegt. Dass ich hier immer einen nehmen muss. Ich habe nur einen immer Platz. Boah, das ist ja richtig mühsam. Wie lange soll ich denn hier die Dinger spachteln, Alter? Guck mal hier. Guck mal, ich kann hier vom Waschbecken aus die Dinger an die Wand tackern. So ein Kuschinski bin ich. Weißt du, wie ich meine? Dunkles Grün. Jetzt kaufen. So, schauen wir mal, was das hier so wird. Oh, da werde ich ganz flockig im Hintern, du. Da werde ich ja richtig zappelig in der Rosette. Das ist ja der Wahnsinn. Wie das hier aussieht, du. Ist ja postmodern oder so. Wie sagt man heute? Popkultur? Schön. Ich wollte einfach nur sagen, dass es schön ist. Du, kann ich hier auch Keramikfliesen anbringen? Einfach mal so aus Interesse. Oh, das ist ja... Oh, da kommt die neue Fertigkeit reingeflattert, als hätte ich es gerochen. Ah, goldenes Händchen. So, hier gibt es mal was ganz Neues jetzt für euch. Da draußen, ne? So. Nee, doch nicht. Aber Fliesen, Digga. So, das muss schneller gehen. Das dauert mir viel zu lange. Ah, das machen wir einfach, das machen wir wieder einfach so, ne? Was kann man hier so festhalten? Zack. Zack, alles verlegt, Alter. So. So, jetzt brauchen wir noch zu kacken und was ist hier los? Waschmaschine. Aha. Waschmaschine. Nee. Waschmaschine. Junge, gönn doch eine Waschmaschine. Einbauwaschmaschine. Assi, Alter. Hier, ich möchte die bitte, ich möchte diese Waschmaschine kaufen. Bitte. Aber er will nicht rein. Wer hat das denn hier gebaut? Ich muss vielleicht erstmal aufdrehen. Das ist natürlich möglich, ne? Wenn das jetzt das Problem war. Ja, ich bin Profi. Ey, da kommt Wasser raus. Ey, scheiße. Alles nass. Schnell, mach zu. Boah. Dreh zu den Horn. Puh, das war aber knapp. So, du kriegst ein Liebesklo, meine Herzensdame. Hannah Montana oder wie du nochmal hieß, hab ich schon wieder vergessen. Ja, das ist scheinbar schon direkt montiert. Ja, klasse. Badezimmerfortschritt abgeschlossen, Alter. Das Klo passt natürlich hier gar nicht rein, aber ist auch egal. So, Badezimmer zu. Sonnige Orange. Hier sollen wir auf jeden Fall ein bisschen Sun reinbringen. Jetzt kaufen. So, da wir ja schon Farbmeister-Profi sind, hier. Glaube ich, dass wir nicht mehr als einen Pott brauchen. Und gönn! Samt weicher Pfirsich, so wie meine Helena. Spandau, hinter Ikea liegt Spandau. Der will da irgendwas mit der Lampe. Ah, guck mal hier, da fehlen doch noch Lampen. Da sind doch nicht mehr alle ganz dicht. Austauschen hier die Scheiße. Zack, neue rein. Bumm, das leuchtet wieder. Guck mal, aber jetzt erstrahlt unser Candlelight-Raum hier auch in ganz neuem Glanz. So, Kalle Kuschinski haben wir wieder ordentliche Arbeit geleistet. Denn man sieht hier natürlich überall, ist hier alles komplett sauber, alles angebracht. Und jetzt steht hier natürlich ein Raum leer. Und die Hannah, die wie auch immer die Alte jetzt heißt, ja, die will auf jeden Fall jetzt hier den ganzen Bums verkaufen, Alter. Und ich denke mir halt so, nö, das machen wir gar nicht. Weil ich brauche ja auch mal eine Frau. Ich brauche ja auch mal wen zum Knutschen. Verstehst du denn? Na, wir sehen ja auch gut aus. Ich denke mal, deswegen hat sie mich auch angeschrieben und nicht irgendwen anders. Ne? Und deswegen werden wir jetzt hier nochmal ein bisschen pimpidi-pimp machen. Alter. Da kann man es mal. Guck mal, der sieht doch super aus. Und da brauchen wir jetzt nochmal zwei fancy Stühle. Guck mal hier. Den Edgen mit lebendigen Farben. Guck mal, das nenne ich Leben. Zacki, guck mal, da kann man doch... Also, das ist wirklich schön. Jetzt fehlt da an der Wand natürlich noch ein bisschen was. Was könnte man da denn mal hinmachen?
So, wenn das kein Lieben, Zeichen meiner Liebe ist, aller schönen KH, ja, Kalle Hannah Montana, aller. Und ansonsten glaube ich auch generell, dass sie sehr verliebt in mich ist. So, das schon mal so weit, so gut. Da kann man hier dann schön zusammen essen, ein bisschen was trinken vielleicht, naja, ein bisschen Stimmung, aller. Achso, vielleicht ein bisschen noch für die Romantik, aller. So, für die Romantik machen wir hier auch noch was Schönes rein, ne? So, hier unten einen schönen Kamin, dann hier eine Fabrolle, so hier ein paar Fabrollen. Wodka ist auch immer schön, der wird schön erhitzt, ne? Da knallt der ordentlich, ne? Und hier oben ein Bild von Kalle Kuschinski im Kalle Kuschinski-Shirt. Mit einer Fabrolle in der Hand. Also besser geht's nicht. So, also das ist doch unnormal belohnt. Dann würde ich sagen, rufen wir die Frau mal an, wir haben ja ihre Nummer. Hallo? Ja, Frau Helena, Anna, ich habe jetzt Ihre Butze hier fertig. So schnell? Ja, das war richtig schnell. Vielen, ja, vielen Dank. Ja, und gleichzeitig wollte ich auch mal sagen, ich habe noch ein bisschen was, ein kleines Special hinterlegt. Okay, ja. Was wäre das? Ja, ich würde Sie gerne zum Essen einladen. Ich habe hier so ein bisschen was vorbereitet und ich hätte gerne... Das kann ja wohl nicht wahr sein. Das grenzt an Belästigung. Aber ich liebe Sie. Sie sind ein Perverser. Hanna! Hanna! Der muss jetzt zum Arzt. Hannelore, wie auch immer du heißt. Ja, erstmal rufen wir die Polizei. Was soll das? Ja, tipp schon mal. Die Polizei? Ich gebe dir Rollen an. Gut. Ich muss jetzt leider los. Die Hanna ist gleich da und die hat auf jeden Fall auch Lust, jetzt hier natürlich gleich vorbeizuschauen, sich das Ganze mal anzugucken. Ich muss dringend weiter. Ich bin's gewesen, euer Kalle Kuschinski. Und ich pimp mal jetzt meinen Nachhauseweg, weil ich muss echt los, Alter. Tschüss.